Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castle Flipper, Folge 2. Wir wollen ja immer noch unser eigenes kleines Schloss, beziehungsweise unsere kleine Burg bauen. Und wir haben das letzte Mal, haben wir ja schon angefangen, hier unsere Grundsteine oder unseren Grundstock zu legen. Und haben hier unser kleines Häuschen gebaut. Und ich würde sagen, da lassen wir jetzt mal ganz kurz mal ein bisschen Luft rein. Ne? Da hatten wir ja, glaube ich, letztes Mal schon die Fensterläden aufgemacht. Damit das finstere Mittelalter nicht allzu finster bleibt. Und wir hatten das letzte Mal ja schon festgelegt. Ne? Wir haben aber an das zerstörte Lager wieder repariert. Wir haben unser Königreich braucht Hilfe absolviert, erledigt und ein kleines Haus gebaut. Wir haben dem Pirat zu seinem Schiff verholfen und natürlich die ersten Schritte hier drin gemacht. So, dann machen wir aber jetzt mal hier Zeit zum Putzen. Gibt 3000, das nehmen wir jetzt mal an. Und dann schauen wir uns doch mal ein bisschen in der Stadt um. Oha, wir haben eine Menge Unrat zu entfernen. 5 Schmutzflecken gilt es zu finden und zu säubern. Wir sollen im Obergeschoss ein Bett aufbauen, einen Wandschrank, die Baumstämme entfernen. Gut, dann. Ach, guck mal einer an, wir sammeln Steine. Das ist ja mal praktisch. Wie war das nochmal mit dem... Guck mal, wie schön hier. Die wohnen aber sehr idyllisch, ne? Dann fällen wir doch direkt mal Bäumchen hier. 1, 2, 3. Entschuldigung. Ja, hier 3 Bäumchen. Dreimal hacken. Nochmal hacken. Gut, das zerstören wir nicht. Putzen. Schrubbdiwupp ist der Dreck hier weg. Ach, wir sollen die Baumstämme entfernen, siehst du? Da habe ich total vergessen. Jetzt. Ja, zu einem Baum gehört ja der komplette Baum. 3-mal hacken, dann fällt so ein Ding um. Wir sind ja ein bisschen stark, ne? Zack. Und dann brauchen wir nochmal diese hier. Zack. Und da drüben ist der dritte hingelaufen, hingerollt. Hier haben wir noch so ein altes Bäumchen, das wollen wir dann auch noch kurz fällen. Schwupp, schwupp, schwupp. Oh nein, es fällt. Haben aber Glück gehabt, ne, dass hier unsere Wand so stabil ist, dass es einen Baum aushält. Es wäre ja fatal gewesen, wenn jetzt hier die Nachbarn noch sich beschwert hätten, dass wir da das Häuschen kaputt gemacht haben. Ja, schön. Läuft. Also grafisch. Ich habe immer noch nichts gemacht. Also Reshade oder sowas haben wir nicht dran. Das ist alles noch hier. Karo einfach. Ich nehme mal den Seiteneingang. Ne? Also ist das hier eigentlich was ich auch irgendwie... Ne, das ist Brennholz. Das lassen wir mal schön. Für den kalten Winter, ne? Aber gut, dass wir jetzt auch Steine sammeln. Das hilft uns dann, wenn wir unser eigenes Häuschen irgendwie auf Vordermann bringen wollen. Ah, hier hätten wir noch einen kleinen Fleck, den können wir in die Wand einarbeiten. Erledigt.
Was putze ich denn hier? Ich finde, man muss ja nicht immer alles zerstören hier, ne? Oder sind das Dinge, die wir... Nö, ne? Die können wir ja stehen lassen. Hier so alten Fässer, die müssen natürlich... Wir könnten natürlich mal ausprobieren, was passiert, wenn wir hier... Ob das auch zu Unrat gehört, wenn das da so liegt? Nee. Das war einfach nur... blinde Zerstörungswut. Wir nehmen wieder den Besen zur Hand. Putzen hier ein bisschen, putzen da ein bisschen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier am Anfang auf jeden Fall so ein bisschen die allerersten mittelalterlichen Putzleute sind. Ne? So. Schmutzfleck. Irgendwo ist noch ein Schmutzfleck. Ach, guck mal. Direkt am Fuß der Leiter. Machen wir mal kurz an Seite hier ein bisschen... Cleaning. Jetzt müssen wir noch ein Bett aufbauen. Wie war das nochmal? Schlafgemach, Betten. Ich finde, hier so an der Seite ist das gut. Der will das gar nicht, dass ich das hier hinstelle. Stellt im Obergeschoss. Ich bin doch im Obergeschoss, oder nicht? Muss ich das hier hinstellen? Ach, hier ist das Obergeschoss. Okay. Und ein Wandschrank. Einen Wandschrank. Stell hier mal so was Kleineres, sowas hier, ne? Zack. Zack. Erledigt. Schön. So läuft das doch mal. Und es freut mich, dass ich immer mal wieder, wenn ich live bin, auch noch Zuschauer habe. Hallo Triple, grüß dich. Warum? Wer macht eigentlich immer die ganze Zeit die Fensterläden zu, wenn ich zurückkomme? Ich will auch, dass die Luft reinkommt. Eine Sandkastenburg kann ich bauen, wenn ich Sand habe und Wasser. Aber ich habe ja... Oh. Hallo. Hashtag Hunter. Du bist ja ein Hübscher. Oh. Deine Frau, wie sieht's hier aus? Ah, das ist dein College, ist ja gar keine Frau, ist ja dein. Oh, auch er hüpft weg. Nun denn. Okay, ich kann's verstehen. Was haben wir denn hier Schönes? Guck mal, Wolf und Hase, einträchtig vereint. Die waren aber das letzte Mal noch nicht hier, ne? Ja, mal süß. Guck mal, hier haben wir noch mal einen kleinen Hirsch. Sieben Millimeter? Nein, das Vieh wird nicht mit 7 mm geschossen. Wir sind noch im Mittelalter. Hier muss mit Pfeil und Bogen gejagt werden. War das nicht mal, gibt es nicht so einen Spruch, wenn man dem Häschen Salz oder auf den Pfeffer, eins von beiden, hinten auf seinen Stetz drauf... Dann, dann werden die zahm oder hauen nicht mehr ab oder so. Sollen wir das mal probieren? Ach, guck mal, die hauen nicht ab. Wie schön.
falsche Taste. Die sind ja zutraulich. Wie süß sind die denn? Hallo, mein Kleiner. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ich habe die Bratpfanne noch nicht. Also, ich habe noch keine Küche. Deswegen... So als Vorspeise euch zwei... Oh, hallo. Hallo, Herr Wolf. Tschüss, Herr Wolf. Oh, vier Hasen, drei Rehe. Oh, das wird ja... Und für den Winter ein Wolfspelz. Hm, schön. Nein, wir haben hier noch ein... Bau ein neues Haus. Oder werdet ein mächtiger Mann. Eins von beiden. Ich baue erstmal ein Haus. Ich muss mich mal wieder hier an die Spielsteuerung gewöhnen. Ein leichtes Hüngerchen würde ich auch verspüren. Ah, so, jetzt. Was soll ich denn machen? Ich baue ein Haus. Ich muss ein ein großes Fundament legen, ne? Türen, Dächer, Unrat entfernen, die alten Stämme weg und den Wagen weg. Ja, gut, dann. Machen wir doch mal das, was wir am besten können. Zerstören. Haben wir noch mehr? Haben wir noch mehr? Was müssen wir denn machen? Hallo? Entfernt alte Stämme und Bäume. Haben wir erledigt. Gut. Jetzt müssen wir noch den Unrat aufsammeln. Was muss ich denn machen, um Unrat zu beseitigen? Ist doch normalerweise Putzen. Warum habe ich denn kein Putzen? Natürlich, wenn ich die Fackel in der Hand habe, dann kann ich putzen. Okay, liebe Entwickler, ich glaube, hier habt ihr noch ein kleines Problem. Axt zerstören, verändern. Verändern wollen wir nicht. Was muss ich denn nochmal drücken, um ein Baumenü zu machen? Oder muss der Baum hier auch weg? Ne, einmal Unrat liegt noch irgendwo. Ah, hier. Dann haben wir das schon mal erledigt. So, ein Haus. Da sind wir ja. Was machen wir? Wir brauchen Fundamente. 14 Stück. Das wird aber ein großes Haus hier, wa? Wie drehe ich nochmal? So drehe ich. Brauchen wir den ganzen Platz hier? Oder können wir auch zwischen den Bäumen hier bauen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13. 14. Wird ein interessantes Haus. Also hier mit einem. So eine kleine Schlafnische oder sowas bauen wir hier rein. Jetzt müssen wir Wände hochziehen. Und einmal eine Tür. Da fangen wir mal mit der Tür an. Ich glaube, die Tür möchte ich hier vorne irgendwo hin haben. Oder hier? Oh, hier könnten wir die hinbauen, ne? Ein Seiteneingang. Ah, jetzt werde ich ja noch kreativ. Ich bin ja begeistert. Dann kommen hier noch die Wände hin.
Da machen wir eins mit Fenster. Hier kommen nirgendwo Fenster hin, hier will ich nicht. So, dann machen wir hier. Noch. Hallo? Da wollte ich gar nicht bauen, da wollte ich hinbauen. Muss ich das jetzt wieder abreißen? Ich vermute. Oh, kann ich nicht. Naja gut, dann haben wir da halt eine Wand gesetzt. Na gut. Hier eine mit Fenster. Dann hier eine mit Fenster. Und da was mit Fenster. Das Schöne ist, die kosten alles gleiche. Das ist sehr praktisch. Oh Mann, ich muss nachher noch dran denken, Wände innen zu setzen. Okay. Wir könnten ja schon mal... Aussehen verändern, ne? Mit Holz. Dann können wir ja hier Holzböden mal reinmachen. Dann kann ich mich schon mal orientieren, was innen ist und was außen. Zack. Das jetzt nicht? Warum kann ich hier kein Boot verlegen? Ich meine, es ist natürlich schön, wenn man ein bisschen grün hat, ne? Gute Idee, hier ein Klo hinzubauen. So, da ist die Tür. Das heißt, wir müssen hier... Ja, ein bisschen Luft muss ja rein, deswegen kann man ja die Spalten hier, ne, das ist ja gut. Im Winter ein bisschen frisch, aber im Sommer ist das eine gute Sache. So, hier kann ich schon mal nicht mehr bauen. Was soll denn das? Muss ich jetzt von drinnen weitermachen oder wie? Oder wo? Oder was? Ach, guck mal. Ich war nicht nah genug dran. Gut, dann wollen wir doch mal ein paar... Ach nee, wenn man... Da, Türen. Türen und Fenster läden. Ich finde, wir sollten wieder die Standard-Karo-Einfach-Läden hier reinbasteln. Jetzt weiß ich wieder, warum. Finsteres Mittelalter, ne? Vier Fenster habe ich. Ne, drei habe ich hier nur eingebaut. Naja, gut. Dann schmeißen wir hier mal ein paar Dächer drauf. Ich muss von außen sehen, sonst kriege ich hier die Krise. Ich finde, wir sollten das so und so machen. Das ist schon mal... So, dann haben wir da schon mal ein Dach. Machen wir denn da hinten drüber vielleicht mal eins von den großen Dächern? Ja, ich kann doch sowas nicht. Ich kann doch hier nicht... Was hätten wir denn sonst noch? Wir hätten hier so eins. Das ist auch nur über eins, ne? Das ist ja auch Quatsch. Oder? Ja. Was haben wir denn sonst noch für Dächer? Können wir nicht mit Karo einfach was machen? So. 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 Das wäre doch schon mal ein Anfang. Dann machen wir das auf der anderen Seite auch.
Kann ich nicht irgendwie die Kamera nach oben machen, dass man... Dann läuft das ganze Wasser halt hier in die Mitte, ne? Wenn es mal regnet. Das ist ja mal eine super Konstruktion hier. Oh. Oh nein. Oh nein, die Stütze fehlt. Das ist ja mal, ja klar, aber... Oh nein! Da müssen wir ja hier noch eine Wand reinziehen. Ja gut, man merkt, ich bin der total professionelle Architekt. So, jetzt müsste es aber eigentlich schon klappen, oder? Reicht eine Stütze? Ja. Ja, schön! Jetzt müssen wir noch das Aussehen entsprechend, da müssen wir... Nein, nicht zerstören. Ich will ändern. Holz. Ach, guck mal, einer Schau. Da kann ich so eine zweite Ebene reinziehen. Verstehe. Ein bisschen Luft in die Butze hier, wa? Wie komme ich denn dann an die anderen, an die Mitten dran? Habe ich ja schlau gebaut, ne? Dass ich hier nicht mehr dran vorbeikomme. So, sind wir jetzt hier irgendwie mal durch? Aussehen des Hauses verändern. 45 von 47. Wo fehlt denn noch was? Ich hab doch alles, oder nicht? Schau mal. Schade, ich wollte ein offenes Fachwerk haben, dass das so ein bisschen schöner aussieht, ne? Ein bisschen luftiger, ein bisschen moderner. Aber nee, das Mittelalter ist finster und dunkel. Also, Häuslebauer, Teil 1 erledigt. Dann wollen wir mal ein mächtiger Mann werden. Und schau mal kurz in die Aufgabe rein. Wir sollen ein mächtiger Mann werden. Das heißt, wir sollen ein Haus bauen, ein kleines Fundament legen, mit Dächern und einer Tür das Haus entsprechend aus. Ich soll einen Mietaushang machen und ein Haus mieten. Okay, dann Vermietung. Um ein Haus zu mieten, müsst ihr eine Tafel aus eurem Inventar an die Tür stellen und dann einen neuen Besitzer des Gebäudes auswählen.
bedenkt, dass jeder Kunde unterschiedliche Anforderungen an die Größe und den Preis des Hauses hat. Vermietung. Ihr könnt die Kundenanforderungen ansehen, indem ihr mit der Miettafel interagiert oder Folgendes drückt. Press. Gut, dass das auf Deutsch gestellt ist und dass jetzt ja da Press steht. Leute. Oh Gott. Kundenliste. Bewegt eure Maus über das Fragezeichen, um mehr zu erfahren. Hubislava Aronovic. Hodislav Konopka. Itzi Blut Janik. Okay, wir haben also hier. Steht dieses Haus zur Vermietung bereit? Fragezeichen. Okay. Tätigkeit Maison. Alter 28. Bezahlung 26. Schaden 22%. Anforderung, Zustand des Hauses, Hausfläche 6. Ah, okay, guck mal, die können wir zum Beispiel erstmal, ne, wenn wir die Anforderungen erfüllen, können die beiden schon mal gar nicht Mieter oder Mieterin werden. Weil wir bauen ja nur ein kleines Haus. Hauskosten 2.800, 2.600. Heißt das Hauskosten, was wir bekommen oder was wir dann noch zahlen müssen? Und ihr müsstet, liebe Entwickler, mal hier die Zahlen mal nach rechts verschieben. Damit das nicht in den, ne? Also patch das bitte mal. Tja, dann wissen wir also, der 18-jährige Jungspund, der möchte hier auf jeden Fall einziehen. Okay, bauen wir mal. 1, 2, 3, 4. Die Tür kommt nach da. Nach hinten raus gibt's Fenster. Das Dach. 1, 2. Ist es nicht ein Brauch, dass wenn Richtfest gefeiert wird, dass man also feiert und trinkt? Ich fände, das ist ein cooler Brauch. Ich, Prost, trink mal einen Schluck. Achso, ich schmeiß mal kurz die Tür hier rein. So. Achso, Fensterläden müsste ich auch noch reinbasteln, ne? Ah, machen wir gleich. Verändern. Holz. Schwupp, schwupp. Guck mal, das geht doch relativ flott hier, ne? Bei den Häusern brauche ich jetzt noch einmal Fensterladen. Achso, mit Fensterläden wird das Ganze natürlich direkt teurer, das Häuschen, ne? Ja, verstehe. Achso, ich muss ja den Boden noch machen, ne? Da war ja was. Geil. Häuschen steht. Ich muss noch mal kurz hier R drücken. R für rennt. Zusätzliche Anforderungen. Ein Bett, ein Wandschrank. Ja komm, das bauen wir jetzt noch gerade, ne? Schlafgemach, ein Bett. Ich finde, Bett mit Matratze sollte schon irgendwie sein, ne? Also das...
Stellen wir das mal dahin schön in die Ecke rein. Zack. Er ist ja Single, ne? Er braucht ja eigentlich nur. Er reicht ja, wenn er von einer Seite da einsteigen, ins Bett kann und so. Das so. Machen wir noch ein Schränkchen hin. Der große Schrank, den stellen wir hier so mittig rein. Weil er braucht ja keine Küche oder so. Ist immer super, wenn man dann reinkommt und direkt vor den Schrank rennt. Das macht man ja so, ne? Im Mittelalter war das dann. Hat man hier so eine Versteckmöglichkeit. Weißt du, wenn er, ne? Der junge Mieter eine junge Dame zu Besuch hat, die allerdings liiert ist, dann kann sich die junge Dame entweder im Schrank oder hinterm Schrank verstecken. super, super Idee hier. So, ich soll einen Mietaushang machen. Wie mache ich das denn? Liebes Spiel, erklär mir doch mal bitte, wie und wo ich einen Mietaushang mache. Verschiedenes. Ach, guck mal, ich kann sogar Gemälde und Küchenzubehör und Tiere. Oh, guck mal. Pferdchen. Und Kühe und ein Wolf kann ich hier auch hin tun. Oh, wie schön. Coole Idee. Kamine können wir machen. Flaggen. Gemälde und Spiegel. Spiegel sind leider ein bisschen blind, aber na, mein Gott, ne? Sonstiges. Wo ist denn hier dann der entsprechende Aushang für die... Garten. Guck mal, man kann Straßen bauen. Pflanzen. Ach, wie schön. Bäume pflanzen. Fällt das denn unter Gebäude hier dann? Nee, es müsste doch dann eigentlich unter Verschiedenes sein, oder? Was haben wir denn beim Badezimmer? Badezuber! Oh, hier, schön, komm mal mit Marmor. Küche, Tische, Regale, Wandschränke. Schlafgemach hatten wir schon, ne? Tja, sonstiges. Wir können eine Ritterrüstung in die Ecke stellen. Cool. Ist das hier ein Aus... Ist das ein Aushang? Nee, das ist ein Blasebalg. Wo mache ich denn bitte einen Mietaushang? Steht dieses Haus zum Vermieten bereit? Ja, tut es. So. Es gibt eine Kundenliste, da kann ich leider nichts mitmachen. What muss ich tun? Okay, wer Ahnung hat, darf mir gerne helfen. Tja, 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 was machen wir denn jetzt hier? Ich soll irgendwo einen Mietaushang machen, aber wo? Tür kann ich nicht öffnen. Häuschen steht. Tür ist zu, Fensterläden sind auf. Wenn ich R drücke... Ja, dieses Haus steht zum Vermieten bereit.
ist sogar ein Bett und ein Wandschrank drin. Macht einen Mietaushang. Wo mache ich denn den Mietaushang? Vorhänge wollen wir nicht, Teppiche brauchen wir nicht, Küchenzubehör auch nicht. Unter Sonstiges. Wir haben hier, können hier auch Leute in den Käfig stellen. Hashtag Fetisch. Was ist das hier? Bienenstöcke oder sowas, würde ich sagen, ne? Was ist das hier? Okay. Ey, verbipscht! Macht einen Mietaushang. Wo mache ich denn den Miethaushang? Ist denn die Möglichkeit, einen Mietaushang zu machen? Bin ich blind? Ah, ein paar schöne Bäume haben wir hier. Schön. Hilft mir noch nicht, ne? Gebäude. Häuser. Treppen, Balkone, Extras. Türen, Fenster, Läden. Ach hier, guck mal. Da haben die das Ding versteckt, okay. Vermietung, wenn ihr ein Haus mit dem Lieblingsmöbelset eines Kunden einrichtet, erhöht ihr den monatlichen Umsatz. Denkt daran, euer Gehalt regelmäßig abzuholen und euch beim Kunden zu erkundigen, ob er Hilfe bei Reparaturen oder Reinigung benötigt. Denn der Kunde könnte aufhören, für ein vernachlässigtes Haus zu bezahlen. Aha, guck mal einer, schau. Ach so, wir sollen ein Haus... Ja, da steht mietet ein Haus, aber ich glaube, es heißt vermietet ein Haus, oder? Pass auf, jetzt gehe ich wieder auf R, auf die Kundenliste. Ja. Hilft mir nichts. Drückt E, um ein Haus zu mieten. Ah, okay, jetzt wird dein Schuh dort raus. Verstehe. Easy Blut Jernik. Guck mal, du. Ne? Und er macht nur 6% Schaden. Bezahlung 75. Sind Sie sicher? Sie Haus mieten wollen, Easy Blut Jernik. Mietet. Mission erfüllt. Dann gehen wir mal wieder zu unserem Haus zurück. Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob wir da Geld, Ja, so war das früher im Mittelalter, ne? Da war der König, der hat sich da ein Häuschen gebaut und hat das dann vermietet. Oh. Oh, schau mal einer an, weil wir haben keine Aufgaben mehr. Und jetzt guck mal hier, wir haben neue Sachen. Area. Mehr Ressourcen. Ihr könnt nun beim Holzfäller und beim Steinbruch Ressourcen beschaffen. Besucht sie nach einer Weile erneut, falls ihr mehr Baumaterial benötigt. Area.
Erweitert eure Ländereien. Erweitert eure neue Ländereien. Ja, super. Verwendet dieses Schild, um mehr Land zu kaufen und neue Ländereien zu erweitern. Ich fange nochmal von vorne an. Verwendet dieses Schild, um mehr Land zu kaufen und eure Ländereien zu erweitern. Nach und nach wird immer mehr Land verfügbar. Kauft und expandiert, um ein wahrhaftes Königreich zu erschaffen. Ja, cool. Dann so hat man das früher gemacht. Ne? Man ist überall mal rumgereist und hat Land gekauft. Ein Schmetterling. Hallo, kleiner Schmetterling. Ich folge dir überall hin. Was? So, wir haben eine weitere Aufgabe. Werdet ein Meister eures Faches. Wir bieten Lehrgänge für zukünftige Baumeister an. Jetzt anmelden. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Der erste Lehrgang findet diesen Winter statt. Ach, schön. Schön beendet den Bau des Schlosses. Unrat entfernen und entfernt alte Stämme und Baum. Oh ja, nehmen wir doch an. Können wir gleich mal gucken, ob wir das... Und hier haben wir noch was am schwarzen Brett. Verlies. Mein Herr, wir brauchen eure Hilfe bei der Restaurierung des Verlieses. Unsere Gemeinschaft ist ungewöhnlich friedfertig und es kommt nur selten zu Verbrechen. Die Menschen leben bescheiden, aber ruhig. Sollte eine Angelegenheit der Klärung bedürfen, so ist ein Fass kalten Bieres stets von Nutzen. Natürlich. Es gab allerdings schon Fälle, in denen der Frieden in unserer bescheidenen Stadt gestört wurde. Die Wachen nahmen sich dieses Problems aber schnell an und steckten die bösen Diebe in das Verlies. Ja, und warum soll es jetzt renoviert sein? Ich meine, Bösewichte brauchen jetzt hier nicht irgendwie... Na gut, okay. Ich glaube zumindest, dass es Diebe waren. Tatsächlich erinnert sich aber niemand mehr, wer sie waren oder was sie verbrochen haben. Cool. Aber schon mal, einfach mal wegsperren, das ist gut. Ich persönlich erachte eine Restaurierung des Verlies nicht für notwendig, aber meine Frau Meredith glaubt, dass man keinen Ort derart verkommen lassen sollte. Nicht mal das Verlies. Da liegt sie wohl richtig. Wärt ihr so gnädig, mir damit zu helfen? Seit Jahren war niemand mehr im Verlies. Welche gottlosen Dinge man dort wohl findet. Oh, man findet auf jeden Fall 4 Ratten. Da habe ich ja schon Spaß dran. Aber bevor wir uns jetzt der Aufgaben annehmen, wo ist denn der Steinbruch? Weil hier könnten wir ja unsere Flagge und unser Abzeichen machen. Ich würde den Steinbruch irgendwo hier hinten vermuten, aber... Boah, wenn wir das hier alles kaufen können an Land und hier, ne, bauen können, das wäre ja mal schnuckelig. Oh, hier soll ich zurück zum Königreich. Da müssten wir auch gleich mal gucken. Könnten wir mal den Talentbaum weiter ausbauen, ne? Ja, das ist auch, geht zurück zum Königreich. Wo ist denn die Schmiede und wo ist denn bitte der... Ach, guck mal hier, das könnte jetzt ein Steinbruch sein. War der vorher schon da? Nee, ne? Nee, das ist neu. Steinbruch. Hier könnt ihr den Stein erwerben. Schlagen Sie die Felsen und erhaltet für mehr hier von Zeit zu Zeit... Hä? Und erhalten für mehr hier von Zeit zu Zeit zurück? Na gut. So, zerstört habe ich sie jetzt. Putzen. Ah, wahrscheinlich spawnen die dann hier irgendwie neu, ne? Sammeln wir mal ein paar... Das wird aber dann sehr, sehr mühsam. Dass wir hier mal unser Schloss zusammenschustern können. Holzfäller, hier könnt ihr zusätzliches Holz erhalten durch das Fällen von Bäumen. Sie wachsen ziemlich schnell zurück, diese von Zeit zu besuchen. Ja gut, dann schauen wir mal gerade.
Axt hier. Oh nein, roll nicht weg. Ah, den habe ich in der Luft hier. Also jetzt muss ich den zerstören? Ich nehme mal an, wa? Damit der hier nachwachsen kann. Dann müssen wir mal putzen und hier das ganze Holz aufsammeln. Schwuppidiwupp. Habe ich noch Holz? Ja, da unten. Nee. Da. Habe ich alles? Gut, da darf ich also nicht... Ach, guck mal, das ist aber gar nicht so schlecht, ne? Wenn man nämlich schnell zurückreisen will, rennt man einfach in die, ne? Bin ich direkt wieder schnell reisend zurückgekommen. Mehr Land erwerben. Ach, kostet 3000. 10.000 und 20.000. Abbrechen. Ich spare mein Geld erstmal. Und Triple, wie du anmerkst, ja, das wäre gar nicht so verkehrt, ne? Mit dem Ranch Simulator. Wäre auch nochmal eine Idee, was zu machen. Gut, jetzt waren wir Stein und Holz holen. Andererseits, wir haben 46.300 Gold. Wir könnten eigentlich das Land erwerben hier, ne? Sollen wir mal machen und gucken, was passiert? Komm, machen wir. Kaufen wir. Sind Sie sicher, Sie wollen kaufen Second Area, 3000 Münzen? Ja, kaufen. Oh. Oh. Ja, nice. Wir haben zwar nicht mehr Land bekommen, aber das Land, was wir haben, ist auf jeden Fall besser gesichert, ne? Sagte er und fand Löcher im Zaun. Naja, gut. Ach, stimmt, guck mal, wir haben mehr Land bekommen. Guck mal einer Schau. Können wir... Ach nee, ist ja unser Haus, das können wir nicht vermieten, ne? Na gut, okay. Sollen wir uns mal um das Verlies kümmern? Ja, ne? Komm, wir machen mal das Verlies. Schön im Dunkeln arbeiten. Okay. Dunkel ist wirklich dunkel. Verlies, also das hätte man aber jetzt aber auch, ne, das jetzt aber nicht unbedingt. Das lesen wir, oh, wir lesen das gleich mal. Ne, wir lesen es jetzt. Notiz. John hat sich entschieden, einen Kult zu gründen. Ja, ist eine super Sache, John. Er hat Schaben rekrutiert, von denen er glaubt, sie seien der Schlüssel zum Überleben. Ich beschloss, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und Nahrung zu finden. Zum Glück müssen wir uns um Wasser keine Sorgen machen, denn es tropft an einigen Stellen von den Wänden. Ich glaube, John weiß jetzt, dass Nahrung suchen bedeutet, dass ich in den anderen Raum gehe, um meine Ruhe vor ihm zu haben. Er kann echt verdrießlich sein. Erst recht jetzt mit all seinen Kultisten um ihn herum. Und ich habe das letzte leckere Stück Schimmelpilz mit ihm geteilt, das ich unter der Decke gefunden habe. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich mehr davon finde, auch wenn die Wände mir zuflüstern, dass es nichts mehr gibt. Aber wie kann ich diesen Wänden glauben? Sie halten mich schließlich gefangen. Ja.
Laut meinen Berechnungen ist es 3 Monate her, seit wir in dieses Verlies gesperrt wurden. John und ich glaubten zunächst, dass es alles nur ein schreckliches Missverständnis wäre, aber inzwischen haben wir alle Hoffnung verloren, hier je wieder herauszukommen. Ich habe John gesagt, dass manche Leute das Konzept von Darlehenszinsen nicht verstehen und wir vielleicht wie Diebe erscheinen. Aber er bestand darauf, dass dies eine einmalige Gelegenheit wäre, todsicher abzukassieren. Haha, lustig, John. Naja, ich denke, dass uns der Tod jetzt sicher ist. Leider wortwörtlich. Wir sitzen seit 3 Monaten hier fest, ohne dass sich jemand um uns gekümmert oder nach uns gesehen hätte. Ich habe gehört, dieser Ort sei friedlich, aber das ist unglaublich. Keine weiteren Gefangenen, keine Wächter, nichts. Normalerweise wäre der Mangel an Wachen ein Vorteil, aber man braucht andere Gesprächspartner als seinen Mitgefangenen. Außerdem kriegen wir nichts zu essen. Ohne die Ratten und die Konserven, die wir in Schränken gefunden haben, wären wir nach 3 Wochen gestorben. Ja, wo seid ihr jetzt? Wo sind die denn? Ich putze mal gerade hier den ersten Fleck weg. Putzkolonne 3, Mittelalter 1. Oh, findet einen Schlüssel. Warum hat man hier Ketten gespannt? Muss man auch nicht verstehen, oder? Schön, Spinnenweben. Ich mach mal kurz die Fackel an, dann können wir hier den zweiten Schmutzfleck wegmachen. Dann haben wir den nämlich auch schon mal erledigt. Was habe ich denn jetzt hier gerade aufgesammelt? Ich habe was aufgesammelt, wo ich nicht weiß, was ich mitmachen muss. Ich lasse das mal da liegen, weil dann weiß ich dann, wenn es soweit ist, wo ich es finde, was auch immer es war. Es war auf jeden Fall kein Schlüssel. Oh nein! Lieber Freund, bitte erscheint doch zu meinem schönsten Fest in der Hauptkammer. Bringt Leckereien und Getränke mit. Das Fest beginnt zur üblichen Wasserzeit. Tja, ist das nur eine Rüstung oder ist da noch einer drin? Hier liegen doch die anderen Teile zum Reparieren. Lady Meredith, ich verstehe euer Zögern. Es ist keine leichte Entscheidung. Es muss ein schweres Los sein, die Möglichkeit zu haben, eine der ersten Geschäftsfrauen unseres Königreichs, nein, der Welt zu werden. Ich weiß, dass die Aussicht, euer eigenes Geschäft zu verwalten und zu erweitern, schwierig erscheint, aber glaubt mir, für gute und fleißige Menschen wie uns ist es relativ einfach. Ihr müsst nur vertrauenswürdiges Personal finden, das ihr dann führt. Hegt ihr hinsichtlich der Eröffnung eures eigenen Schönheitssalons noch Zweifel? Irgendwann musste man ja auch mal mit Schönheitssalons anfangen. Aber schön. Dann lasst uns uns gemeinsam vorstellen, wie es wäre. Ihr sagtet, dass ihr das passende Lokal dafür bereits besitzt. Begebt euch dorthin. Nehmt diesen Brief und geht dorthin. Lest ihn erneut und stellt euch euer Personal bei der Arbeit vor, wie sie sich um Kunden kümmern, während ihr den süßen Duft des Erfolges einatmet. Könnt ihr ihn riechen? Seid stolz, Lady Meredith. Seid stolz darauf, euer eigenes Geschäft wie eine wahre Geschäftsfrau zu führen. Um Handelsketten braucht ihr euch nicht zu sorgen. Ihr habt bereits das Beste, das sich jede Geschäftsfrau wünschen kann. Mich. Ich kümmere mich um eure Lieferung und euer Werkzeug. Ihr müsst nur ein Lokal und Personal stellen. Im Gegenzug erwarte ich nur einen klitzekleinen Anteil am Gewinn, gerade gut genug, um meine Geschäftskosten zu decken. So. 80%. Ich hoffe, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft und wir bald an einer besseren gemeinsamen unserer Zukunft arbeiten werden. Hochachtungsvoll, Marquis de Mazan.
Marsan. Schön. Diese komischen Platten mit den... Was mache ich denn hier im Dunkeln? Ja, auf jeden Fall nagel ich. Das ist schon mal gut. Ich platziere den Hocker einfach mal und guck mal dann, ob ich... Ich mach mal die Fackel an, dann sieht man hier vielleicht auch wieder ein bisschen was. Das war ja hier. Gut, dann reparieren wir mal nochmal. Zack, zack, zack. Nägelchen rein. Wir hatten ja das letzte Mal gelernt, das sind die Zweischlagnägel. Hatten wir ja bei dem Piratenschiff gelernt. Nägel werden immer zu zweit. Hallo, Fackel? Oh, guck mal, hier ist so ein ganz gemütlicher Stuhl. Ich weiß, wo ich die Dings hingelegt habe. So, jetzt brennen die Fackeln. Ich gehe mal kurz da drüben nochmal die Sitzfläche holen. Jetzt kann ich nämlich auch... Guck mal hier. Es ist ja so ein ganz gemütlicher Stuhl, wie er in jedem Spa zu finden ist. Das ist gut für die Durchblutung, wenn man hier diese kleinen Nägelchen hat. Ich lese mal kurz, was hier steht. Ohne John kann ich endlich ungestört meine Flucht planen. Ich hatte übrigens die ganze Zeit recht. Die Schaben waren tatsächlich der Schlüssel zum Überleben. Meines jedenfalls. Da sie gar köstlich waren und ich mich nun stark genug für den Ausbruch fühle. General Volley berichtete, dass seine Truppen zum Sturm auf das Vordertor bereitstünden, aber ich brauche noch etwas Bedenkzeit. Vielleicht ist frontales Stürmen nicht die beste Idee. Ich muss mir etwas überlegen. Das ist auch ein super für den Spa. Da kann man dann... ne? Sich ganz entspannt, putzen. Es müsste hier noch Unrat liegen. Zählt der Ritter hier zu Unrat? Nein. Ach, guck mal einer Schau. Da wurde jemand vergessen. Um keinen Verdacht zu erwecken, entschied ich mich, Bauer zu werden. Ich kultivierte Pilze und trug Dinge umher, als ob ich arbeiten würde. Die blöden Möbel vermuten gar nichts. In der Zwischenzeit plane ich meine Flucht und ich glaube, dass ich schon jetzt die perfekte Idee habe. Oh, guck mal, Schlüssel. Ich finde, man sollte ja, ne... Er macht ja hier so eine Entspannungskur. Da machen wir mal die Tür zu, dann kann er. Es tut mir sehr leid, ich würde gern zumachen, aber wahrscheinlich ist war der Schlüssel da. Wenn der fehlt, dann geht die Tür nicht zu. Ich glaube, wir haben John entdeckt. John und seinen Kumpan. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Die Einladungen sind verschickt. Nun warte ich, bis das Wasser von den Wänden tropft. Dann beginnt die Feier. Ich habe alle eingeladen. Alle bis auf, natürlich, die Leute vom Vordertor. Jeder weiß, dass die Leute vom Vordertor gerissen sind und nicht in solch offensichtliche Fallen tappen. Deshalb habe ich mich für eine List entschieden. Wenn alle Gäste da sind, werden die Leute am Vordertor neidisch sein und bei der Feier vorbeischauen. Genau dann schleiche ich mich raus. Die Freiheit ruft.
Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Das muss aber ein ziemlich kräftiger Mensch gewesen sein, ne? Wenn hier mich hier... Ja, also der muss ja einen dicken Arm gehabt haben. So, putzen, putzen, putzen. Es gibt wohl noch irgendwo zwei Sachen, die ich putzen kann. Aber wo? Wo habe ich was übersehen? Kann ich die putzen? Nee, ne? Die. Eieieiei. Hätten wir ja eigentlich mal. Das Vordertor ist auf jeden Fall geschlossen. Habt ihr noch Unrat gesehen? Nee, ne? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist... Ach doch, guck mal hier. Ach, wir haben doch dieses... Da. Jetzt haben wir alles erledigt. Zurück zum Haus. Und wo wir doch da gerade da sind, können wir doch eigentlich auch direkt die nächste Aufgabe machen, ne? Werdet ein Meister eures Faches. Beendet den Bau des Schlosses. Unrat entfernt alle Stämme und ein... Okay. So schön das Schloss eben aussah. Gut. Vorher, nachher, ja? Also das ist... Verstehe, verstehe. Es gibt eine Truhe hier zu finden. Zerstören. Weg mit der kaputten Bank. Drei von diesen Baumstämmen gibt es hier. Zwei. Drei. Putzen. Wichtig sind die Steine, ne? Ach, wir hätten eben mal gucken können, ob im Steinbruch neue Steine erschienen sind. Ich glaube, da müssen wir uns dann in Zukunft dran gewöhnen. Ich hätte gerne einen Hotkey, wo ich zwischen den einzelnen Dingern hier hin und her switchen kann. Beendet den Bau des Schlosses. Und irgendwo soll noch eine Truhe rumdüsen. Ich laufe mal kurz hier unten lang. Schau mal, ob ich da eine Truhe finden kann. Wie schön, es reimt sich. Geht's hier zum Verlies? Das wäre natürlich traurig, wenn die da... Ach, guck mal, Truhe. Wenn die Jungs da unten in das Verlies gesperrt hätten. Und, schade, die kann ich nicht... Kann ich nicht, ne? Und dann ist
gab es wohl ein Malheur mit der Burg und man hat die dann da vergessen. Aber gut, dass das Verlies schon mal in Ordnung ist. So, hier soll irgendwas gebaut werden. Eine Wand. Ach, das ist gar keine Wand, das ist eine Mauer. Dann mauern wir doch hier mal eine Runde. Zack. Zack. So, beendet den Bau des Schlosses. Wir haben 4 von 73. Alter Verwalter. Gut, das ist auf jeden Fall die falsche. Die hier ist es, ne? Dann fehlt hier unten auf jeden Fall eine Tür. Das kann ich schon mal, ne? 5. Da haben wir eine Wand. Oh, wir müssen hier noch eine hin. Das Gute ist, wir bauen ja hier gerade. Was bauen wir denn? Was muss denn hier hin? Verbipscht. Ach, irgendwas mit Fenstern, ne? Das auf jeden Fall schon mal nicht. Das irgendwie auch nicht. Welches Stückchen Mauerwand wollt ihr denn hier haben? Guck mal, da können wir direkt schon mal... Ach, guck mal, ich baue mal hier weiter. Dann haben wir nämlich... Das schon mal erledigt. Aber hier soll eine Wand hin mit Fensterchen. Das ist doch hier die Wand, oder sehe ich das falsch? Nee, ja, sehe ich falsch. Die sind es. So rum. So rum wollen sie auch nicht. Was ist das? Das sind Türen. Das ist eine Treppe. Zack. Was müssen wir denn hier unten noch reinbauen? Müssen wir doch auch. Und hier muss doch auch auf jeden Fall eine Treppe hin. So, und ich glaube, auf die andere Seite bauen wir auch eine. Zack. Zack. Ach, guck mal, dann habe ich hier drüben auch eine vergessen. Ich finde das mit der Aussicht schön. Also da müssen wir jetzt eigentlich doch gar nichts machen. Das sind Fensterläden. Das sind Türen. Ach, guck mal, hier kommen die... Hier kommen die rein. Und dann können wir hier direkt die... Fensterirren machen. Verstehe, verstehe. Sollen wir mal die Türme nach und nach... Oh. Schön. Nee, da nicht hin. Sollen wir mal auf der anderen Seite mal den gleichen Kladderadatsch dahin. Was war das eben? Die drei, die kommen hier.
haben wir da die Fenster. Ah ne, hier kommt noch eins hin. Was mich gerade komplett verwirrt ist. Was kommt denn dann hier unten hin? Da kommt eine Tür rein. Das sind die Wände. Ah, Entschuldigung. Kommen ja hier unten. Ah, da muss ich nochmal mit dem Architekten sprechen, ne? Dass die Tür nach innen aufgeht, ist natürlich nicht gut. Das ist ja eine Fluchttür. Ne, und wenn man die Burg erstürmen will und die Tür geht nach innen auf, ist das natürlich auch nicht die allerbeste Idee. Mal kurz auf die andere Seite. Und dann die Tür hier unten hin. Ja, hier haben sie auch dran, da haben sie auch nicht dran gedacht, ne? Burg erstürmen, man muss sich eigentlich nur gegen die Tür lehnen und dann geht die schon auf. Das ist natürlich super hier. Beendet den Bau des Schlosses. 7 von 73. Ich baue mir hier einen Wolf und... Warum snappt der denn hier nicht rein? Schlösser bauen. Fundamente. Ah, hier, das ist das Ding, was da rein muss. Das war aber nicht auf dem Hotkey drin, ne? Gut, hier hätte der gerne... Ah, guck, ach, wie krass. Ich konnte den ganzen anderen Kladderadatsch vorher bauen, der hat es aber nicht gewertet. Und jetzt erst. Na, guck mal, jetzt mache ich auch die ganzen Türen rein. Und erzählt das nicht, ne? Jetzt muss ich erst runtergehen. Und da eine Wand reinmachen. Die Wand habe ich nicht auf einem Hotkey, sondern das ist diese Wand. Und diese Wand. Und dahin. Ach so, hast du das. Jetzt verstehe ich. Jetzt hätte er gerne hier eine Treppe. Und schon sind wir bei 57, weil nach der Treppe hätte ich eigentlich andere Sachen bauen müssen. Ah, verstehe. Ich sehe schon, wenn wir unsere eigene Schloss-Burg und so bauen wollen, dann wird das, glaube ich, eine sehr interessante, aufwendige Nummer. Ich bleibe noch mal gerade einen Moment. Auch hier, ne? Da hat die Architektin echt... Oder der Architekt. Auf jeden Fall haben die da echt nicht nachgedacht, ne?
Ja, auf jeden Fall haben wir hier in der Burg eine Burg. Die haben wir gebaut. Schön. Schön, schön, schön. Ich mache mal kurz einen Screenshot. Ich muss mal gerade schauen. Wir waren ja hier. Das kostet also 210 Gold. Das bedeutet für uns, wir müssen echt ganz schön viel Geld sparen, damit wir dann uns auch ein Schloss bauen können, ne? Dächer sind teuer, Treppen, Tore 700. Ja, okay, ich verstehe, ich verstehe. Zurück zum Haus. Verlassen. Dann hätten wir das ja soweit schon mal. Erledigt. Schön. Ah, und es ist was Neues aufgetaucht. Guck mal. Wir haben einen neuen Nachbar. Tischler benötigt. Wenn ihr das hier lest und mit Werkzeug umzugehen wisst, bitte helft mir. Kann ich nicht. Tschüss. In mein Haus wurde eingebrochen und ich kann es nicht selbst reparieren. Ich bin außer sonntags täglich bis in die späten Abendstunden außer Haus und kann die Arbeit nicht liegen lassen. Ich habe in letzter Zeit viel gearbeitet, um meinen Nachbarn eine neue Kutsche zu kaufen. Aber jetzt muss ich das verdiente Geld vermutlich in Hausreparaturen investieren. Sehe ich genauso. Ich nehme dein Geld gerne. Wer hätte gedacht, dass sich derartiges in unserem friedlichen Dorf ereignet? Ja. Ach, Heiland, guck mal, wir bekommen 10.000 Goldstücke dafür, das ist viel, ne? Wir müssen aber geöffnete Fenster, Unrat, die Straße freischalten, ändert das Aussehen des Zauns, der Wand, Gebäude und 45 Möbel und Accessoires. Eieieiei. Ich mache nochmal die Tür auf. Unser Haus hat noch nichts. Ich will aber auch jetzt noch nichts reinstellen, weil... Wir sind ja eh nie zu Hause, ne? Ich geh mal gerade zum Nachbarn. Hallo, guten Tag. Der Handelsmarkt. In diesem Gebäude könnt ihr Materialien tauschen. Geht zum Wirtschaftsbuch und wählt dann das Material, das ihr tauschen bzw. erhalten wollt. Ich werfe da mal gerade einen Blick rein. Handel. Steine. Ach so, wir können also dann... guck mal, versuchen Stein in Gold zu verwandeln. Thema Steine. Ich lauf noch mal kurz rüber. Und werfe einen kleinen Blick. Ach, guck mal, die Bäume stehen schon wieder da. Sehr gut. Dann werden wahrscheinlich die Steine auch schon wieder da liegen. Jawoll. Zerstören. Oh, aber nicht so viele wie am Anfang, ne? Putzen. Und das ist immer jeweils nur ein Stein, den wir kriegen. Heiland. Da sind wir ja gefühlt eine Ewigkeit unterwegs, um hier... Zack, in der Luft. Ich bin ja Hulk. Hulk, halt die Axt, Hogan. Putzen. Chup. Chup, chup. Chup. Hallo, hier geblieben. Ich zerstöre die mal. Ich weiß nicht, ob ich sie zerstören muss. Ich glaube, ich lasse einmal einen demnächst stehen. Einfach nur mal so. Um zu gucken, was passiert. Aber wir können natürlich auch hier, ne? Tischler benötigen. Sollen wir das mal machen? Thema machen. Talentbaum. Da gehen wir jetzt mal rein. Wir haben ja fünf Fähigkeitenpunkte, Leute. Fünf. Ich möchte nochmal betonen. Fünf. Und
Rückerstattung. Erhalte 10% mehr Münzen nach Zerstörung zurück. Oder wir können einen weiteren Gegenstand tragen. Ja, wir haben 5. Wir könnten das ja hier, ne? So. 3. Ah, ich mach mal einen jetzt. Was ist das hier? Auge des Verwalters hebt für kurze Zeit alle Gegenstände in der Nähe des Spielers hervor, die beschädigt sind und repariert werden müssen. Finde ich interessanter, als wenn wir jetzt noch was tragen können. Und dann ist das hier unten. Hebt für kurze Zeit Kisten in der Nähe des Spielers hervor. Auch gut. Das heißt, wir brauchen noch 2 Fähigkeitenpunkte. Dann ist der Talentbaum schon erledigt. Das ging ja schnell. Komm, dann tischlern wir mal gerade noch ein bisschen was. Oh, guck mal. Schönes kleines Häuschen hier, wa? Da hat jemand nicht gegeizt. Das kommt mir seltsam bekannt vor. Ich habe gehört, hier war mal jemand, der Oh mein Gott, ich glaube, ich habe... Es tut mir leid. Garten. Verschiedenes. Wo haben wir denn hier die... Wo haben wir denn hier die Blumenkübel? Garten. Pflanzen. Wie kann ich den denn auf den Shortcut legen? Tja, ich hab gehört, hier war jemand, der hat das alles irgendwie kurz und klein geschlagen. Ich baue es wieder auf, kein Problem. Ich mache ihren Garten wieder hübsch. Ich fürchte, das wird eine ganz schön lange Arbeit. Ich habe ja in der letzten Folge ganz schön viel klein gehauen hier. Bänke, ne? Wo haben wir denn die Bänke? Zäune und Hof. Straßen. Verschiedenes. Wo sind die Bänke? Wenn ich eine Bank wäre, wo würde ich mich verstecken? Oder würde ich das auch finden? Kann ich da nicht irgendwie hinklicken und sagen, mach das einfach automatisch? Eben bei dem Schloss war alles auf Shortcuts. Das war praktisch. Okay. Wir brauchen Tisch. Und zwar, was für einen wollen die da haben? So einen komischen Tisch wollen die da hin haben. So was, ne? Und dann 2 Stühle. Mal hier so die hier dahin. Es tut mir auch echt leid, dass ich das hier alles so ein bisschen kurz und klein geschlagen habe. Aber man kann es nicht gedrückt halten. So. Mit der Maus geht's auch. Das ist natürlich praktisch. Hier haben wir so ein kleines Schränkchen. Das fällt, glaube ich, unter Regal, oder? Nee, das ist der falsche. Das ist der richtige. Ich habe Angst, wieder hoch und überall. Boah, ich
Ach du Heiland. Ja, dann machen wir mal hier so ein bisschen die Inneneinrichtung fertig. Wandschrank, ne? Ist das ein Wandschrank oder ist das beim Schlafgemach unter Wandschrank? Schlafgemach, Wandschrank, ne? So einer. Ja. Und, ja, dann. Ich baue dir auch dein Bett da wieder hin. Muss ich ja ehrlich gestehen, es war ja mein Fehler, ne? Ich habe ja mich blenden lassen. Hab mir gegen Geld den Auftrag geholt, hier alles kurz und klein zu schlagen. Ja, ich repariere es. Aber wo sind denn die Bänke? So, wo bist du, kleine Bank? Gartenbaum, Pflanzen, Zäune, Straßen, Verschiedenes, Sonstiges. Habe ich die Bank übersehen? Das sind Truhen. Flaggen, Geländer, Teppiche, Badezimmer, Badezimmer. Küche. Tische, Stühle, Schlafgemach. Wo sind denn Bänke? Sind das überhaupt Bänke? Oder fällt das vielleicht, Entschuldigung, unter Tisch? Mal hier kurz in dem, im Gästehaus ein bisschen was einrichten. Da sollte der Tisch hin. Und dann machen wir noch zwei kleine Stühle daneben. Man muss die Maustaste gar nicht, das Mausrad gar nicht gedrückt halten. Das geht jetzt alles. Ah, dann geht's schneller. Regal. Und ein Anschrank. Schlafgemach, ein Schrank? Bist du der Schrank? Nein, bist du nicht. Ist das eigentlich egal, was für ein Schrank da ich da hinstelle, oder wollt ihr bestimmen? Küche, Handschrank. Nein. Regal? Nein. Zimmer, Wandschrank. Ist das so einer? Du bist der Schrank. Und dann stellen wir dich doch direkt nochmal hier hin, oder? Ich guck mal gerade, was haben wir denn hier? 23, 24, ja. So langsam finde ich mich zurecht. Sagte er und war schon wieder komplett lost. Schränkchen hin, Bettchen hin. Warum stelle ich Betten eigentlich ohne Matratzen hier hin? Ach, die müsste ich extra kaufen.
Oh, okay, die hat jetzt Geld gekostet und es hat mir nichts gebracht. Außer, dass wir... gelernt haben. Dass wir überall zwei Schlagnägel haben. So, was haben wir denn hier? Was wollen wir denn? Was müssen wir denn jetzt hier? Ändert das Aussehen des Gebäudes? Ändert das Aussehen der Wand, des Zauns? Schaltet die Straße frei? Unrat? Geöffnete Fenster? Muss ich da was vorbauen? Oh, es gibt drei Truhen zu finden. Dann wollen wir da doch mal kurz ran. Und das Thema war. Oder wir gucken erstmal hier wegen. So. Nee, Gebäude kann ich hier nicht bauen. Das heißt, Fenster. Fensterladen. Irgendwo anders bauen, machen, tun. Okay, was auch immer ich hier machen soll. Wo soll denn der Unrat sein? Ist das dann im Haupthaus oder was? So, hier ist nämlich nichts. Wo und welchen Zaun soll ich denn? Ach, fällt das vielleicht unter Zaun? Nee, ne? Doch hier. Das fällt unter Zaun. Aha. Haben wir das auch mal gelernt? Und es muss nur einigermaßen an der Stelle stehen, wo es hin soll. Auch gut zu wissen. Stolperstein. So, was sollen wir jetzt noch machen? Hier war doch so ein komischer Brunnen, ne? War doch hier, oder? Tja, das musste da nicht gebaut werden. Gut. Schauen wir uns mal hier unten um. In der Küche. Küchenregal. Ich glaube, so einer, ne? Hier hättet ihr gerne so einen offenen Schrank. Was ihr alles gerne hättet. Sowas? Ja, ne? Aber jetzt verrat mir mal bitte einer, wo denn der hier der Unrat sein soll, den ich wegmachen muss. Schlafgemach, Betten. Bett. Und ein Schränkchen. Den Schrank würde ich eigentlich gerne auf den Hotkey schlägen. Ist immer der gleiche. Stühle hin, Tischchen hin, Tischlein deck dich.
Cool. 1. 2. Ich finde, die Stühle sind zu hoch, ne? Du, ich finde das ist richtig, ne? Wenn du überlegst, ich brauche 2 Schläge, um einen Nagel einzuhauen, aber ich kann mit 3 Schlägen einen ganzen Baum fällen. Oder ich kann so einen kompletten Baum durch die Gegend tragen. Ist das schon ein bisschen komisch. So, Wandschränke. Nein. Im Schlaf gemacht. Wandschrank. Dieser hier. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Spinat essen. Damit ich dann ein bisschen kräftiger werde. Da, reparieren. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Das sind ja andere... Ja, das sind zwar lange Nägel, aber immer noch 2 Schlagnägel. Vielleicht brauche ich 2 Schläge, weil ich ja nur diesen Holzhammer habe, ne? Das ist die sogenannte Holzhammer-Methode. Mit dem 2-Schlagnagel. Wahrscheinlich könnte ich sogar mit einem Schlag das Ganze machen. Aber das Problem ist halt, ich habe halt nur den Holzhammer. Da würde ich wahrscheinlich den Hammer kaputt machen. So, Schrank. Warum muss ich den eigentlich immer drehen, liebes Spiel? Kann ich den nicht einfach irgendwie... So. Betten. Und was haben wir denn... Wo war denn dieser komische Kleine? War der bei der Küche, ne? Da. Ein Küchenschrank im Wohnzimmer macht man ja so. Erledigt. Eieieiei, ich glaube, ich habe echt ganz schön was kaputt gemacht hier, wa? So, Bett. Anschrank. Zack. Das hätten wir jetzt alles erledigt. Kann ich irgendwo rausfallen? Ach nee, wir sollen ja, was sollen wir machen? Ändert das Aussehen. Verändern. Wow. War das richtig? Nee, ne? Verändert das Aussehen der Wand. Ändert das Aussehen? Doch, Gebäude. Muss ich ändern. Guck mal. Das sieht ja mal schön aus. Ach so. Guck mal, so soll es am Ende aussehen. Also ich brauche 2 Schläge mit dem Holzhammer, um einen Nagel einzuhauen. Aber ich brauche nur einen Schlag mit dem Magic Hammer, um hier das Gebäude komplett zu modernisieren. Ach, das sieht direkt schön aus. Guck mal, sowas will ich irgendwann auch haben. So, jetzt müssen wir noch, was müssen wir noch machen? Eine Wand ändern. Das Aussehen einer Wand und von einem Gebäude. Vielleicht von dem Turm hier, wa?
Zelt? Da waren wir noch gar nicht drin. Da komme ich gar nicht rein. Was soll denn das? Was soll ich noch machen? Eine Wand? Was? Ändert das Aussehen der Wand und schaltet die Straße frei. Gut, welche Wand muss ich hier noch? Wo ist die Wand? Kommt durch die Wand. Okay, hier ist es alles nicht. Hier oben auch nicht. Ach, warte, Wand. Wand. Wo ist denn hier der Ausgang? Wand. Ist da hier außen dieses Riesending mit gemeint? Tatsächlich. Pass auf. Magic. Haha. Ich bin der Mega-Renovierungskünstler hier. Was muss ich noch machen? Reparieren? Verändern. Verändern. Wo ist denn schaltet die Straße frei? Und ich muss auch geöffnete Fenster ändern. Axt, Fackel. Muss ich das unter reparieren? Wahrscheinlich muss ich jedes Fenster hier irgendwas mitmachen, ne? Aber da komme ich so... Mit was denn? Und wo bitte ist der Unrat? Und wo sind noch die Truppen? Und was ist mit der Straße, die ich freischalten soll? Wo ist das, hä? Ich guck mal kurz hier. Das ist aber ein schönes Gästehaus geworden, ne? So, hier, Fenster, passiert nichts. Gebäudemenü gibt es nicht. Straßen freischalten. Okay, liebes Spiel, was möchtest du von mir? Sachen habe ich jetzt schon mal rausgefunden. Straße, ist das vielleicht wirklich draußen? Was ist denn, wenn ich dann Straße hier... Ist doch Quatsch, oder nicht? Nee. Das ist Quatsch. Einfach irgendwo eine Straße hinlegen, bringt gar nichts. Kann ich das Ding hier bewegen? Normalerweise kann ich doch so Sachen da noch tragen, oder? So, weg. Weg. Ja, gescheiten Hammer. Ich habe doch einen gescheiten Hammer. Guck mal, ich habe einen Hammer, mit dem kann ich zerstören. Ich kann mit einem Hammer... Wo kann ich denn hier mal, Moment, wenn ich hier überall draußen rumrennen kann, dann könnten ja hier draußen irgendwo Truhen versteckt sein. Alles klar.
Nein, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Das sind zwei. Okay, der ganze Unrat ist draußen. Verstehe. Okay, das heißt, dann machen wir jetzt erstmal mit der Axt im Walde. Hier alles klein. Dann müssen wir hier das Ding zerstören. Putzen. Also da Hotkeys wären total toll. Dass man nicht immer in dieses Menü rein muss. Und es ist auch mal gut zu wissen, dass man hier wirklich ganz außen rumlaufen muss. Wahrscheinlich schalte ich die Straße frei, wenn ich hier alles aufgeräumt habe, wa? Wenn ich eine Truhe wäre, wo würde ich mich verstecken? Gerne am Wasser. Irgendwo, wo es idyllisch ist. Irgendwo hier in diesem Außenbereich muss doch was sein, oder? Oh. Komm, wir machen das mal wie im Hunter. Oh, man kann hier gar nicht runterfallen. Na gut. Habe ich ja Glück gehabt. Wenn ich eine Truhe wäre, wo wäre ich dann? Wenn ich Unrat wäre, wo wäre ich dann? Wie viel Unrat habe ich denn? 6 von 60. Heiland. Dann darf ich bestimmt hier noch in das das da oben, weil ich bin ja gar nicht drin gewesen im anderen Haus, ne? Oh Graus, das andere Haus. Das ist ja mal richtig groß, das Ganze hier. Eieiei. Ich habe so ein bisschen die Angst, wenn man hier irgendwo hinkommt, dass er dann sagt, geh zurück und auf einmal bist du wieder da ganz woanders. Oh, ich glaube, das hier sind die Fensterläden, die ich alle reparieren muss, wa? Ich guck mal kurz hier ums Eck. Okay, hier ist nichts, aber das ist die Brücke, wo wir eben nicht drüber gegangen sind. Okay, das ist immer so ein Eindruck von den Gebäuden, wo man dann am Ende dann auch selber bauen kann und soll und muss, ne? Das ist ja mal interessant hier. Komm, wir gehen mal hoch. Wir gucken mal, was oben so ist. Okay, ich muss alle Fenster aufmachen. Eieieiei. Und hier ist... Ach, guck mal. Da haben wir doch mal was zum Putzen. Okay, wir haben ein bisschen mehr zum Putzen. Was ist das? Ein Blumen? Da, eine Kiste. Ah, wie komme ich da hin?
So, Kiste Nummer 1 erledigt. Mann, 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 hier hat aber einer eine Party gefeiert, wa? Ach, das hier sind Fenster, die ich nicht aufmache. Die kann ich wieder öffnen. Okay. Ist aber auch eine süße Idee, ne? Mit den Blumenkästen und so. Das ist ja mal schön, schön. Fenster geöffnet. Kann ich hier noch mehr Fenster aufmachen? Hier? Ja, ne? Hier mit dem Bäumchen, da kann man dann direkt, ne, auch zur Not die Geliebte kurz rausklettern lassen oder umgekehrt. Also, rein. Klettern lassen. Heieieiei, hatte der nicht gesagt, wir sollen nur das eine Häuschen da irgendwie in Ordnung bringen? Aber sieht gut aus. Schön. Ich bin der Hausmeister der Stars. Die reichen Leute, die hier Party machen und alles zerstören. War bestimmt wieder irgendeine Rockband. Aber dann fehlen ja eigentlich zu der Rockband die Gitarren oder so, ne? Seht ihr hier zufälligerweise noch irgendwo eine Truhe rumstehen? Nee, ne? Nun denn. Ach, guck mal hier mit Blick auf den Wasserfall. Wie schön. Idyllisch. Ich räume hier unten mal ein bisschen noch auf. Das ist immer sehr verlockend, wenn man 80% vom Schmutz entfernt hat, dass man dann die Mission beendet. Aber alles, was wir ja hier finden an Holz und Stein und hast du nicht gesehen, hilft uns ja später, ne? Und uns fehlen ja noch 2 Truhen. Okay, hier ist schon mal keine. Hier auch nicht. Oh Mann, nicht, dass ich Höhenangst hätte oder so, ne? Aber... Oh, es ist schon ganz schön hoch hier. Ah, eine Truhe. Schön. Pass auf, ich guck mal, ob ich hier runterfallen kann. Ja, kann ich. Sehr schön. Das geht ja dann viel, viel schneller. Dann fehlt uns nur noch eine Truhe. Wenn ich Truhe wäre, wo würde ich mich verstecken? So, hier unten jedenfalls nicht. Hier oben haben wir ja alles geputzt, ne? Da war nichts mehr mit Truhe. Eine hatten wir da. So, man kann auch aus dem Fenster klettern und runterfallen. Gut zu wissen. So, da oben war eine Truhe versteckt, da hinten war eine Truhe versteckt.
Wo wird Truhe Nummer 3 sein? Müsste ja dann doch eigentlich außen irgendwo sein, oder? Das wäre der Eingang. Ach, wir müssen doch... Ach nee, Straße ist freigeschaltet. Ja, super. Ist jetzt die Frage, suchen wir jetzt noch nach der Truhe? Oder sagen wir uns, wir schenken uns die Truhe? Nee, wir suchen noch ein bisschen. Wo sollen wir suchen? Hier oben haben wir jetzt eigentlich nichts. Was ist hier? Kann man da den Turm hoch? Das wäre doch eigentlich auch ein gutes Versteck, ne? Ja, kann man nicht. Schade. Oder kann man? Kann man nicht? Ich gehe mal ganz kurz oben hoch. Ne, das sind diese... Die Ausgänge kann man nicht. Na gut, dann... Schauen wir uns nochmal in der Wildnis um. Ich muss sagen, das Spiel ist okay. So richtig mega fesseln tut es mich noch nicht. Mal gespannt, wie es sich entwickelt, wenn wir dann wirklich mal unsere eigene Burg bauen können, ne? Truhe. Jetzt wäre natürlich der siebte Sinn total gut, der einem die Truhe anzeigt, ne? Achso, wenn ich in der Quest bin, kann ich meinen Talentbaum nicht benutzen. Okay, schade. Bei den Truhen war doch immer so der Hinweis, in der hinterletzten Ecke zu suchen, ne? Aber ich muss ehrlich gestehen, so langsam habe ich keine Lust mehr, hier rumzurennen und zu suchen. Zack, zurück zum Haus. Auf die eine Truhe, da verzichten wir jetzt einfach mal. Denn wir müssen ja noch ein paar Dinge erledigen hier, ne? Zum einen... Neue Questaufgabe. Ein aus dem Ruder gelaufenes Fest. Na, sowas habe ich doch gerade gemacht hier. Mein Vater hat sich auf Geschäftsreise begeben, weshalb ich entschieden habe, die Gunst der Stunde zu nutzen und auf seinem Sommeranwesen ein kleines Fest für meine Freunde zu geben. Das Fest war vorzüglich, aber wir haben etwas Unordnung angerichtet. Keine große Sache. Allerdings kam heute Morgen ein Kurier zu mir und bat mich, mich reisefertig zu machen, da mein Vater zurückkehren würde, um mich mit sich zu nehmen. Bitte helft mir, eventuell habe ich die Dinge schön geredet. Das Fest ist etwas aus dem Ruder gelaufen und der Palast total verwüstet. Er wird mich umbringen, sobald er das Tor passiert hat. Ich zahle in Gold. Okay, 4 Bäume müssen wir fällen. 5 Möbel reparieren, Rasen säen. Als Stämme wegmachen, Treppe reparieren, das Schloss reparieren, Brunnen reparieren, Schmutz und Unrat. Ja. Nehmen wir an, machen das aber noch nicht. Denn Talentbaum. Zack. Jetzt können wir uns auch Truhen anzeigen lassen.
Da war doch noch was. Wir konnten hier... War das hier? Genau, hier können wir doch Möbel und sowas, ne? Freischalten. Okay. Ist noch nicht freigeschaltet. Gut. Ich gehe noch mal kurz ein bisschen Holz und Stein holen. Da müsste ja... Ja, die Bäume sind schon wieder da. Das sehe ich. Was ist mit den Steinen? Sind die auch schon wieder nachgewachsen oder... Ja, zwei Stück sind da. Zack. Einmal zerstören, zweimal zerstören. Dann putzen wir uns die weg. Erledigt. Oh, das war falsch. Ich brauche doch das Äxtlein. Ah ja, wollten wir ausprobieren, ob wir die Baumstämme auch fällen müssen, ne? Zwei, drei, vier. Putzen. Zack, zack. Hier geblieben. Und jetzt werde ich nur drei zerstören. Zwei. So, der weg. Der weg. Den lassen wir stehen. Ach, guck mal, hier liegen auch noch. Hä, hab ich doch. Hab ich doch übersehen. Jetzt gehen wir mal kurz hier lang, weil hier geht es dann zurück wieder zu unserem Häuschen. Jedes Mal sind die Fenster zu. Mann, 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 Mann. Aber ich glaube, dann haben wir bis jetzt soweit alles fertig. So, dann mache ich jetzt für heute erstmal Feierabend, denn es ist die 24-Stunden-Rennwoche und ja, ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir. Deswegen wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Dankeschön fürs Einschalten, Zuschauen, dabei bleiben.